Herzlich willkommen bei Wurzelheimat mit meinen Kollegen Otto Altmann, Manfred Johann Lorenz zum heutigen Thema Wissen für die neue Zeit mit wundervollen Gästen. An meiner linken Seite Dirk Schröder, zu meiner rechten Dr. Gerald Hüther und mir gegenüber Professor Dr. Eckhard Kruse. Herzlich willkommen. Dirk, du bist jemand, der viel in der Welt rumgekommen ist, der viel gesehen hat. Und du bist jemand, der Wildnispädagogik macht. Du bringst den, ja, nicht nur den Kindern, sondern auch vielen Menschen wieder die Nähe zur Natur bei. Ich denke, unsere Zivilisation hat ein bisschen die Anbindung an die Natur verloren. Wir wissen grundlegende Dinge oft nicht mehr. Die wenigsten werden die Baumsorten wissen oder irgendwelche Blumennamen etc. Wie ist denn der Andrang bei dir oder wie bist du dazu gekommen, sage ich mal, das als dein Lebensmotto zu machen? Ja, danke für die Einladung. Gerne. Danke, dass ich hier im Kreis sprechen kann. Es ist dazu gekommen, dass ich selber als Kind in der Natur unterwegs war und dann gesehen habe, irgendwas verändert sich im Laufe meines Lebens. Und ich bin viele Jahre Reisejournalist gewesen. Und ich habe gesehen, dass auch in Lappland, bei uns in Nordeuropa, die Menschen irgendwie anders miteinander umgehen. Und ich habe bei mir gespürt, so wie ich aufwachse in dieser Kultur, in dem Kulturraum, irgendwas stimmt hier nicht, aber ich wusste nicht was. Und als ich zum ersten Mal in Lappland bei den Sami gesehen habe, dass die im Familienverband anders miteinander umgehen, da habe ich so eine Idee davon bekommen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Also ich bin bewusst zu verschiedenen Naturvölkern gefahren und habe immer das Gleiche entdeckt. Und letztendlich bin ich bei den Lakota-Indianern gelandet und darüber dann zu einem Menschen, der dieses Naturwissen mir näher gebracht hat. Und da war ich so begeistert, und zwar deshalb, weil bei einem so einem Wildniskurs, ja, Basiswissen, die Jugendlichen dem Mann an den Lippen hängen. Ich denke, was macht der denn anders? Jeder Lehrer wäre begeistert, dass die jungen Menschen freiwillig aufschreiben. Und dann habe ich mir das näher angeguckt. Der Mann heißt Wolfgang Peham und der hat eben dieses Wissen in Amerika gelernt, was ursprünglich von Indianern kommt. Und das ist letztendlich das, was wir hier weitergeben. Und es geht nicht darum, wie der Baum heißt, sondern es geht um die Rückverbindung mit der Natur. Und ich sage immer, es interessiert mich überhaupt nicht, was für einen Namen dieser Baum hat oder die Pflanze. Aber unser Anliegen ist es, die Menschen mit der Natur zu verbinden. Und die Erwachsenen, die kommen zu der Wildnispädagogen-Ausbildung, die sagen fast durchschnittlich, ich habe meine Verbindung zur Natur verloren. Und als Erwachsene kommen sie wieder, und da lernen wir ihnen das wieder. Und als Kinder ist unser Anliegen, ihnen das gar nicht erst kaputt zu machen. Weil als Kind kommen wir natürlich auf die Welt und da ist diese Neugierde da. Ja, so bin ich dazu gekommen. Und ich habe jetzt meinen Platz wirklich gefunden. Weil all das, was ich im Leben erfahren habe, kann ich da einbringen. Das ist wirklich ganzheitlich, was wir da machen. Das ist eine ganzheitliche Verbindung. Und der Name, wie gesagt, das ist das Letzte, was wir brauchen. Aber ich brauche die Verbindung. Und dann sind die Menschen glücklich. Und es ist ein Kreis. Es ist eine Gemeinschaft. Und ich sage noch eben, so ein Start dauert eine Woche. Und nach 3-4 Tagen sind wildfremde Menschen, 30 wildfremde Menschen, Erwachsene, auf einmal eine Gemeinschaft. Und sie wissen gar nicht, wieso. Und das ist das Geheimnis dahinter. Ja, ja, wir leben ja in Zeiten von Krisen. Wir leben in Zeiten der Beschleunigung, der Expansion. Wir haben jetzt auch gerade eine Krise zu durchmachen, die momentan gerade die Gesellschaft spaltet. Und viele sind auf der Suche nach der Lösung. Wie kommen wir aus dieser Krise raus? Wie können wir unsere Zivilisation in eine, ja, bewusstere Zukunft führen, ohne dass wir gegen die Natur arbeiten, gegen unsere Spaltungen? Und Gerald Hüther, Sie sind ja als Gehirnforscher, Sie waren ja als Kind schon der Natur sehr zugetan. Sie wollten schon wissen, wie die Bienen funktionieren, wie das Leben, sage ich mal, sich, sage ich mal, entfaltet, und haben deswegen auch Biologie studiert. Und
Sie haben ja entdeckt, dass diese vielen Glaubenssätze, die wir gelernt haben, dass bestimmte Verhaltensmuster oder bestimmte Lernprozesse nur in bestimmten Phasen ablaufen oder dass das Bild, das wir haben über, ja, vor allem auch über Kindern und wie man mit Kindern umgeht, eigentlich völlig überholt ist. Das ist richtig. Ich habe gelernt in dieser ganzen Zeit, dass sich das Gehirn in seiner Arbeitsweise und auch in den Vernetzungen, also auch in seiner inneren Struktur, an das anpasst, was ein Mensch im Laufe seines Lebens an Lösungen findet für die Probleme, die dieses Leben ihm stellt. Das ist ein ganz langer Satz, aber da steckt ganz viel drin. Ich kann es auch einfacher machen. Das Hirn strukturiert sich nicht anhand der Probleme, die wir haben, sondern anhand der Lösungen, die wir finden. Und das hängt damit zusammen, dass wir so ein formbares Hirn haben und dass wir erst unterwegs lernen müssen, eben im Gegensatz zu den Tieren, müssen wir erst unterwegs lernen, was Menschsein eigentlich bedeutet und wie wir unser Leben gestalten müssen, dass wir auch glücklich werden. Einem kleinen Fohlen, was eben gerade auf die Welt gekommen ist, auf der Weide oder vielleicht sogar in der Prärie als Wildpferd, einen kleinen Fohlen braucht niemand zu sagen, wie das geht, dass man ein Pferd wird. Und das stellt sich hin, das rennt nach einem halben Tag hinter der Mutter her und da braucht man sich keine Sorgen zu machen, dass das ein gutes Pferd wird. Bei uns Menschen ist das anders. Wir müssen alles erst lernen und deshalb sind wir im Grunde genommen Suchende. Und das finde ich auch einen schönen Ausdruck für das, was wir da treiben. Und natürlich bedeutet das, dass wir uns auf dieser Suche, wie das Leben geht, auch verirren können. Also jeder kennt jemanden, der sich auf dieser Suche hoffnungslos verirrt hat. Manche landen in der Psychiatrie, manche im Gefängnis oder unter der Brücke. Und der große Vorteil, den wir haben, ist, dass man, wenn man sich verrannt hat im Laufe des Lebens, weil es nicht so ganz günstig gewesen ist und man Lösungen erst mal kurzfristig gefunden hat, die sich später doch als sehr hinderlich herausstellen, dass wir dann auch bis ins hohe Alter noch ein Hirn besitzen, was umbaufähig ist. Das heißt, wir könnten auch aus den Fehlern lernen. Wir könnten ab sofort anfangen, unser Leben noch mal auf eine andere Art und Weise zu führen. Und darüber werden wir nachher sicherlich noch sprechen, dass das nicht so ganz einfach ist. Und um Ihre Frage zu beantworten, ja, wir erleben im Augenblick eine schwierige Zeit. Und man könnte sagen, das liegt nun an dem Virus. Das setzt uns allen so zu, das ist so gefährlich. Man könnte aber auch sagen, wir haben die Verbindung zu dem Lebendigen schon so weit verloren, dass wir uns einbilden, wir könnten das Leben kontrollieren und damit auch dieses Virus. Und das ist die große Gefahr, die wir jetzt eigentlich auch in ihren Auswirkungen erleben. Wenn das nicht stimmt, also wenn es so ist, dass wir uns so weit vom Lebendigen entfernt haben, dass wir uns einbilden, wir könnten das Lebendige, also jedes Lebewesen nach unseren Vorstellungen benutzen oder so in die Schranken weisen oder so zurechtbiegen, wie uns das gefällt, dann ist es schon ein interessantes Phänomen, dass da nun ausgerechnet so ein lächerliches Virus ankommt, was noch nicht mal ein richtiges Lebewesen ist, und uns sozusagen mit dieser Arroganz in die Schranken weist. Und das tut ein bisschen weh. Und was wir eben beobachten, ist, dass Menschen Angst haben, wenn sie etwas nicht kontrollieren können. Ja, wir halten diese Ungewissheit. Was zukommt, was sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und dann ist es zunächst erstmal verständlich, dass sie versuchen, Kontrolle zurückzugewinnen. Aber es könnte sein, dass es Situationen im Leben gibt, wo es besser wäre, man würde nicht versuchen, alles zu beherrschen, sondern man würde sich wieder, wie wir das eben schon ein bisschen gehört haben, mit dem Lebendigen, mit der Natur verbinden. Und dann wäre man wieder Teil der Natur. Aber das gelingt eben nicht sehr vielen. Und ich bin ziemlich sicher, dass wenn jemand so eine Naturerfahrung gemacht hat, wie wir es eben beschrieben bekommen haben, dass der dann auch keine solche Panik entwickelt, wenn da mal ein Virus in der Welt ist.
Ja, die Menschen sind ja schon durch viele Höhen und Tiefen und Krisen gegangen. Und wir haben seit 2000 Jahren Philosophie. Wir wissen, ja, die Religionen haben uns gelehrt, die Ethik oder zumindest, wie wir uns miteinander verhalten sollen, dass wir uns nicht die Köpfe einschlagen sollen bei Problemen. Wir haben die 10 Gebote. Aber irgendwie schaffen wir uns als Gesellschaft, als Kollektiv nicht, diese Verhaltensmuster, die wir eigentlich, sage ich mal, allein intellektuell aufnehmen können, umzusetzen. Brauchen wir hier, darum haben wir ja die Sendung Wissen für die neue Zeit, bräuchten wir hier vielleicht neue Ansätze, der Ansatz zurück zu der Natur, die Anbindung nicht zu verlieren, ist es vielleicht ein Ansatz, brauchen wir noch andere Ansätze. Ich erinnere an ihre Sache, da haben wir gesagt, wir müssen auch die Kinder wieder vom Objekt zum Subjekt machen, wir müssen wieder liebevoller miteinander umgehen und die Konditionierung, dass man den Leuten schon von klein auf sagt, was sie zum Lernen und zu wissen haben, wenn das Leben doch so dynamisch ist, sind wir da viel zu stringent, sind wir da viel zu verplant schon? Ja, wie gesagt, wir machen bestimmt nicht alles richtig. Wir haben uns vielleicht auch kollektiv hoffnungslos verrannt und verirrt. Das gab es ja immer schon mal in der Menschheitsgeschichte. Und ein großes Problem, also ich will mal zwei nennen, nur damit wir so ein bisschen ahnen, was wir da eigentlich oder wie dieses Verrennen und Verirren aussehen kann. Wir sind damals mit der Aufklärung vor ein paar hundert Jahren aufgebrochen und haben uns eingebildet, mit dem nackten Verstand können wir alle Probleme dieser Welt lösen. Waren wir alle begeistert davon, haben losgelegt, haben Wissenschaft und Technik entwickelt und unseren nackten Verstand über alles gestellt. Bis heute, wo wir heute im Grunde genommen immer noch alle der Meinung sind, dass es nichts Besseres gibt, als dass man seine intellektuellen und damit auch kognitiven Fähigkeiten so gut wie möglich entwickelt. Und darauf werden ja auch unsere Schulen ausgerichtet. Die kognitiven Fähigkeiten des Menschen sollen immer besser werden. Und jetzt fangen wir langsam an zu begreifen, dass das eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht und dass uns das auch gar nicht so viel nützt. Weil wir natürlich mit Hilfe unserer kognitiven Fähigkeiten und unseres Verstandes eine ganze Menge Probleme lösen können. Aber man braucht sich ja nur mal auf der Welt umzugucken und dann sieht man, dass eben mit sehr viel Verstand und kognitiven Fähigkeiten auch riesige Probleme erst entstanden sind. Also ein Mafiaboss braucht auch tolle kognitive Fähigkeiten. Und ein Kriegstreiber auch und einer, der da in Brasilien die Regenwälder abholzt. Ich will das gar nicht alles aufzählen, wie viele Leute es auf dieser Welt gibt, die dank ihrer kognitiven Fähigkeiten eine Machtposition sich erarbeitet haben, von der heraus sie auf eine destruktive Art und Weise das, was uns mit dem Leben verbindet, eigentlich zerstören. Und das wäre jetzt nur ein Beispiel. Das heißt, was wir jetzt lernen müssten, ist, dass kognitive Fähigkeiten alleine in Bayern sagt man, Scheißdreck wert sind, wenn die nicht mit dem Leben und mit dem Lebendigsein verbunden sind. Also wenn ich mit meiner eigenen Lebendigkeit verbunden bin und auch noch mit der Natur und mit den anderen Lebewesen, da kann ich und da muss ich meine kognitiven Fähigkeiten natürlich einsetzen, um das alles zu schützen. Aber ich kann meine kognitiven Fähigkeiten auch einsetzen, um das Leben nach meinen Vorstellungen zurechtzubiegen. Also, dass ich dann die Schweine so züchte, dass sie maximalen Ertrag bringen und die Obstbäume so zurechtschneide und dann am Ende auch noch Genscheren erfinde, mit denen ich dann auch noch die Erbsubstanz der Lebewesen so zurechtfummeln kann, wie ich mir das vorstelle. Und da spielt sich der Mensch dann schon sehr als Beherrscher des Lebendigen auf. Und das ist jetzt eine sehr ungünstige Entwicklung geworden, an der wir, wenn wir da nicht bald die Kurve kriegen, wohl auch selber untergehen, weil wir uns des eigenen Astes berauben, auf dem wir sitzen. Ja, ja. Und man kann das, was wir da im Augenblick erleben, eben deshalb auch ein bisschen mit etwas vergleichen, was wir schon mal hatten. Dann im Mittelalter hatte man damals die kopernikanische Wende genannt. Und da haben die Leute geglaubt, dass die Erde der Mittelpunkt des Weltalls ist und dass sich die Sonne um die Erde dreht. Und wir haben auch gedacht, die Erde ist eine Scheibe und all so ein Zeug. Und dann haben sie festgestellt, das war alles falsch. Vielleicht ist das auch. Aber damals, als das noch so war, haben die das alle geglaubt. Ja? Da gab es Wissenschaftler, die haben das alles genau berechnet und konnten das sogar beweisen, dass das so ist. Und was heute stattfindet, ist möglicherweise so eine zweite tiefe Wende,
Die heißt dann vielleicht koronare Wende, weil sie damit losgegangen ist und nicht mit Kopernikus. Und diese Wende wird darauf hinauslaufen, dass wir erkennen müssen, dass wir nicht der Mittelpunkt des Lebendigen sind, sondern ein Teil davon. Ja, diese Krone der Schöpfung hat noch mehr, ein bisschen Demut zu lernen von diesem Lebendigen. Hans-Peter Dürr hat immer den tollen Satz geprägt, der sagt, wir sollten eigentlich das Lebendige lebendiger werden lassen, als uns über die Natur zu stellen. Und vielleicht ist auch gerade diese, was Galilei erlebt hat, wie er sein neues Fernrohr gebaut hat und hat zum Mond geblickt und hat seinen Kollegen gesagt, er möge doch hier bitte durchblicken, er hat was Tolles entdeckt. Und der Kollege hat gesagt, nee, wir brauchen nicht durch dein Fernrohr blicken, denn wir wissen ganz genau, dass der Mond keine Krater hat. Diese Arroganz, dass wir denken, wir wüssten immer schon das Letzte, was in der Natur zu entdecken ist, hat uns dahin geführt, wo wir jetzt sind. Aber um zu dir zu kommen, Eckhard, du bist ja Professor für Informatik an der Dualen Hochschule in Mannheim und du hast genau dieses Thema der Zeit, und zwar diese Digitalisierung. Ich habe auch 3 Kinder und wer Kinder hat, wird es vielleicht jetzt momentan sehen. Diese, sage ich mal, Gefangennahme der elektronischen Geräte, dieses hier wegtauchen in eine Technologie, die sehr schwer dann wieder in Begeisterung für Natur, für das Lebendige zu wecken ist. Und du lernst ja, diese Dinge zu programmieren und zu machen. Wie geht's dir da selber dabei? Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, als der Dirk das erzählt hat, mit Kindern an die Natur heranführen, weil ich war da in der Hinsicht dann wahrscheinlich auch ein absolut minderbemitteltes Kind, was seine Jugend am Computer verbracht hat mit Begeisterung und von morgens bis abends und Natur war kein Thema. Und trotzdem muss ich dir vollkommen zustimmen. Also das klingt für mich total stimmig. Irgendwie ist aus mir trotzdem noch was geworden. Von daher bin ich ganz zufrieden und liebe auch die Natur mittlerweile. Also man kann da auch die Kurve kriegen. Ich glaube, was heute das größere Problem ist, ist auch gar nicht so sehr die Technik, sondern auch wie das Bewusstsein damit umgeht. Also eine immer größere Kurzatmigkeit, eine Reizüberflutung. Als ich damals am Computer saß, habe ich halt dann stundenlang meine Programme geschrieben. Und heute ist es ja eher so, das ist ja auch eher so eine Reaktionsgeschichte. Man schaut, was sozusagen an Input kommt über soziale Medien und dann muss man reagieren. Und da ist sicherlich in der Natur auch eine Stärke oder auch in dem, was weg vom Kognitiven geht, was der Gerhard Hülter anspricht. Also auch in eine gewisse Ruhe reinzukommen und von den Reizen wegzugehen, das ist sicherlich etwas. Und damit sind wir natürlich auch beim Bewusstseinsthema. Und was die Gesellschaft angeht, das Kognitive geht ja auch stark einher damit, dass wir ein materialistisch-reduktionistisches Denkmodell haben. Und da ist natürlich auch kein Platz fürs Lebendige und fürs Bewusstsein. Ja, wir haben ja irgendwie das Lebendige aus unserer ganzen Physik und Biologie, wie auch immer, rausgemittelt. Mhm. Und ich habe vor kurzem einen tollen Artikel in der Zeit gelesen von einem Philosophen, der hat gesagt, wir erkennen jetzt als Spezies, dass wir mit so nicht weiterleben können, dass wir uns hier aus dieser Natur hinaus mitteln. Und er hat gesagt, das liegt aber vor allem auch daran, an einer transzendenten Obdachlosigkeit. Und du hast ja vorher auch eine Sendung beobachtet, die man hier vor dieser Sendung aufgezeichnet hat, und sagt, okay, diese Phänomene, dass dieses Geistige oder diese Intelligenz, die hinter diesen sichtbaren Systemen steckt, auch nur ein Wörtchen zum Mitreden hat, oder? Auf jeden Fall. Und alle Nativen kennen das. Und ich nenne das die Intuition. Wir haben alle eine Intuition. Und wenn Kinder auf die Welt kommen, haben sie eine Intuition, sonst würden sie nicht überleben. Und das wurde uns Westlern abtrainiert. Aber in der Natur würde ich sterben, wenn ich diese Intuition ignoriere. Und das ist der große Unterschied. Und wie der Gerald schon sagt, diese Intuition, die verhindert es, dass ich mein Umfeld kaputt mache. Ja? Die wissen einfach ganz genau, so geht's nicht. Und das ist ganz wichtig, was wir machen. Wir bringen die Menschen in die Natur und die Intuition passiert automatisch. Weil wenn ich eine Nacht draußen bin und da kommen diese ganzen Ängste, dann spüren die Menschen auf einmal, da gibt es noch eine andere Kraft, die mich schützt. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was wir wieder lernen dürfen. Und was ich am Anfang gesagt habe, es geht nicht um das Kognitive, sondern es geht die andere Sache, die wir verloren haben, wieder zurück zu entwickeln. Die war immer da. Deshalb sage ich, es ist eine Rückverbindung zur Natur. Wir müssen nichts Neues erfinden. Und deshalb finde ich das Thema auch ganz wunderbar. Und was du vorhin gesagt hast, wir entwickeln hier etwas, aber was wir brauchen, sind neue Werte. Und die neuen Werte sind alte Werte. Nämlich die Werte, wie haben Menschen immer schon miteinander kommuniziert, gelebt, sich verhalten. Und das haben wir verlernt. Ja.
Es gibt ja indogene Völker auf dieser Welt, wie die Aborigines, die verhalten sich ganz anders, die gehen telepathisch miteinander um, die brauchen kein Handy, um miteinander zu sprechen, die finden sich in der Natur ganz anders zurecht. Die schauen mit großen Augen auf diese Dinge, die wir hier sammeln und stellen uns die Buden voll mit irgendwelchen Geräten und Dingen und scheint, das Leben scheint nur noch zu sein, möglichst viel im Außen zu sammeln, damit man hier ja, Status und Anerkennung bekommt. Und die Innenschau, die ja vielleicht diese Pandemie vielleicht auch bringen könnte, da man sagt, jetzt könnte man tatsächlich diese Stille, diese Runtergefahrenheit zu nutzen, um mal ein bisschen wieder in Inuch zu gehen und die Natur zu entdecken. Bräuchten wir denn hier andere Programme? Bräuchten wir denn das, was du magst? So als in die Schulen werden ja meistens diese musischen Fächer als erstes irgendwo gekürzt, weil wir müssen ja rechnen und Physik und was Mögliches lernen. Aber die Natur, mein Gott, die brauchen wir vielleicht nicht. Gerald, du hast ja ein tolles Initiative ergriffen, dass die Kinder dieses neue Lernen, die neuen Schulen, brauchen wir auch ganz andere Schulen in Zukunft, dass man nicht mehr dieses Wissen auswendig lernen, dieses Polemie lernen, sondern meine Fähigkeiten, meine Talente zu entdecken und die zu fördern? Ich ärgere euch jetzt mal alle richtig und sage, nein, wir haben genau die richtigen Schulen, weil Schulen sind immer dazu da, das jeweilige gesellschaftliche System aufrechtzuerhalten. Also im Kaiserreich hatte man Schulen, da sollten brave Kaiseranhänger rauskommen. Im Nationalsozialismus hatte man Schulen, da sollten brave Nazis rauskommen. Ich bin in der DDR groß geworden, da hatte man Schulen, da sollten lauter Sozialisten rauskommen. Und hier haben wir Schulen, da sollen junge Leute rauskommen, die unser gegenwärtiges, auf Wachstum orientiertes Konsum- und Wirtschaftssystem unterstützen und aufrechterhalten. Und wenn man ein Wirtschaftssystem hat, was darauf begründet ist, dass Menschen immer mehr kaufen, damit das weiter wachsen kann, da braucht man auch ziemlich viele Leute, die bereit sind, sich diesen ganzen Schrott auch einzukaufen. Und deshalb braucht man Schulen, die Kinder hinreichend gut verunsichern, die ihnen das Gefühl geben, dass sie eigentlich keinen Platz in dieser Welt haben, die ihnen das Gefühl geben, dass sie auch eigentlich nichts können und nicht gebraucht werden, die gewissermaßen völlig orientierungslos umherirren und sich auch nie gefragt haben, was sie überhaupt hier auf dieser Welt wollen und wozu es eigentlich da ist, dieses wunderbare Leben, was ihnen geschenkt wird. Und wenn man solche Kinder in einem gesellschaftlichen System hervorbringt, dann stabilisieren die das System, bei denen kann man alles aufschwatzen, denen kann man ganz schnell erklären, worauf es ankommt und dass man jetzt noch dieses und jenes braucht, damit man endlich ein glücklicher Mensch wird. Und deshalb die Antwort, nein, wir haben total die richtigen Schulen für unser gesellschaftliches System. Ich hab mal eine Frage. Also für die Schüler ist es nicht so gut und für die Kinder. Und ja, okay. Aber für die Stabilisierung unseres Wirtschaftssystems sind die total in Ordnung. Habe ich das richtig verstanden, weil ich vorher mal so einfach so eine Eingebung hatte, dass wir uns mit dem Status quo unserer Bildung im Prinzip immer wieder die gleichen Probleme schaffen. Also ich mache ein Vieleck so lange ohne Ecken, bis ich einen Kreis habe. Und dann mache ich daraus eine Kreisschablone und dann passt alles eckiger nicht mehr. Die Kreisschablone ist in allen Größen rund, weil ich irgendwann mal gelernt habe, rund ist gut, rollt. Aber alles, was viereckig ist, rollt nicht. Naja, also, und wenn man jetzt sagt, dass worum es da geht, ist, möglichst viele Kinder hervorzubringen, die möglichst keine Ecken haben und keine Kanten, ja, die also möglichst nicht so viel Eigensinn haben, die nicht so viele Fragen stellen und denen man alles aufschwatzen kann, dann kriegt man am Ende lauter solche Exemplare. Und damit ist dann aber eines gesichert, nämlich, dass man denen auch alles aufschwatzen kann und dass die Wirtschaft floriert. Bruttosozialprodukt lässt sich auf diese Weise wunderbar steigern. Ja, dass ein System über lange Sicht auf diese Weise natürlich zugrunde geht, das muss man sich dann ein bisschen überlegen, wenn man noch genug Verstand hat. Genau, das ist auch genau das Thema dieser Sendung, Wissen für die neue Zeit, dass man sagt, okay, können wir diesen Prozess tatsächlich rechtzeitig stoppen, um hier, wo auch immer das beginnen mag, ich denke, das wird an verschiedenen Ecken beginnen müssen, dass wir uns wieder zurückbinden zu der Natur, dass wir wieder lernen, wir brauchen ein anderes Wirtschaftssystem, vielleicht nicht Wachstum ohne Ende, sondern qualitatives Wachstum. Hans-Peter Dürr hat mal gesagt, wir können das Geistige ausbeuten ohne Ende, da schaden wir niemanden. Aber mit liebevollem Umgang miteinander zu lernen, dass ich, wie gesagt, auch mit mir selber und mit dem anderen, sage ich jetzt mal, der Umgang oder das sich wieder treffen können, der Austausch vielleicht noch viel wichtiger ist als wieder das teure Auto vor der Garage. Dirk? Ja, ich möchte an der Stelle etwas erzählen, wie ich zum Gerald Hüther gekommen bin. Denn als
diese Wildnisschulen vor 20 Jahren, über 20 Jahren hier in Deutschland angefangen haben, wo das Wissen dieser Apachen, der Indianer, bei uns verbreitet wurde, da hat mein Lehrer Wolfgang Peham mir damals ein Buch gegeben vom Gerald Hütter und da hat der Gerald angefangen, über das Gehirn verständlich zu sprechen. Wir haben das aufgenommen und da gab es eine Sendung von dir, Gerald, wo du dann gesagt hast, ja, so und so funktioniert das Gehirn. Wir haben das, ich habe das gesehen, gehört, denk, ja, genau das machen wir. Und am Ende sagt er, ja, ich weiß, wie es funktioniert, aber ich weiß nicht, wer es umsetzt. Und da habe ich, so habe ich gedacht, Gerald, wir machen das. Genauso funktioniert es bei uns. Wenn ich die Kinder, ich habe damals mit Kindern nur Kurse gehabt, wenn ich die Kinder in diesen Raum bringe und sie entfalten lasse. Und unsere, also Lehrer der damaligen Zeit heißen heute Mentoren. Das heißt, ich gebe ihnen Aufgaben, dass sie wachsen können. Und jetzt sagt der Herr Professor Gerald Hütter, so funktioniert das Gehirn. Und ich sage, wow, genauso ist es. Mit dem Mann möchte ich gerne ein Interview machen. Das habe ich mir gedacht. Weil ich habe damals schon Interviews gemacht selber. Und dann kriegte ich eine E-Mail, wo der Gerald sowas angedeutet hat, dass er Leute sucht. Denkt, hey, jetzt schreibe ich ihn an. Und dann sind wir zusammengekommen. Und deshalb kommt jetzt die Wissenschaft, und das ist ja wichtig. Ja. Ich sage immer wieder, in unserer Gesellschaft brauchen wir Beweise. Wenn die Wissenschaft bewiesen hat, was die Naturvölker schon immer machen, ja, dann stimmt's. Und das ist so wichtig. Deshalb ist das Zusammenwirken und dein Wirken, Gerald, einfach so Gold wert für unsere Gesellschaft. Und jetzt mag ich noch kurz sagen, wie Wissenschaft und Natur zusammenkommen. Denn es gab im 19. Jahrhundert einen Apachen, der heißt Talking Wolf, ein Indianer, der in den 20er Jahren in den Wald gegangen ist auf Visionssuche. Das heißt, 4 Tage und 4 Nächte in der Natur sitzen, nichts essen, nichts trinken und sich anbinden. Da sind wir wieder da. Ja? Und dann kriegt er ein Bild und sagt, du musst dein Wissen weitergeben. Ja, so einfach, gebe ich weiter. Aber kein Erwachsener wollte es haben. Er hat keinen gefunden. Sein Leben lang ist er rumgelaufen durch Amerika. Und jetzt kommt der Punkt. Er hat dann wieder so einen Ruf gespürt, hat ein Bild gesehen und hat einen Jungen gesehen, der am Wasser spielt. Er ist nach Osten gewandert, im heutigen New Jersey, hat einen Jungen gesehen und es war genau der Junge, 7 Jahre alt. Und dieser Junge, und das ist wichtig, Kinder in dem Alter, die schon mit der Natur verbunden sind, neugierig sind, denen kann ich als Mentor neugierig machen und alles Mögliche zeigen. Dieser Apache hat nie eine Antwort gegeben. Die wussten immer, wenn er eine Antwort, wenn sie was fragen, dann haut er ab. Das heißt, 10 Jahre, und das ist wichtig, 10 Jahre lang hat dieses Kind von 7 bis 17 alles gelernt, was damals ein Apachenjunge drauf hatte. Das heißt, mit 18, als er Tom Brown heißt der Junge, 18 war, ist der Indianer wieder verschwunden. Das heißt, dieser Junge hat mit 18 das ganze Wissen gehabt, der Apachen, ein Weißer. Und das ist wichtig. Jetzt kriegt ein Indianer den Auftrag, das Wissen in das Herz eines Weißen zu geben, eines Siedlers, eines Feindes sozusagen. Und dieser Junge war natürlich gehirngewaschen wieder, aber in die richtige Richtung. Der hatte so einen Menschenhass und was da alles passiert. Aber schlussendlich hat er eine Wildnisschule gegründet und hat wiederum einen Jungen ausgebildet. Und die beiden sind jetzt diejenigen, die das Wissen weitergegeben haben. Und der ist genauso alt wie du. Also jetzt, das Wichtige ist dabei bei der Geschichte, Gerald, in deinen Lebzeiten und in meinen Lebzeiten gab es in Amerika ein Kind, was vom Apachen gelernt hat. Und du hast Biologie in der Uni gelernt. Es kommen aber jetzt, heute, diese beiden Sachen zusammen. Und das finde ich wichtig. Ja. In dem Titel, Wissen der neuen Zeit beruht auf Erkenntnissen von früher. Ja, da bin ich auch unglaublich dankbar, jetzt Dirk oder Gerald Hütter, weil wir immer von der Umwelt geredet haben. Wir haben ja immer mit der Umwelt verbunden, dabei sind wir ja in der Mitwelt. Wir sind ja nicht Umwelt, wir haben also nicht außenrum, sondern wir haben ja mittendrin. Und diese Mitwelt, dass das die Kinder wieder erleben dürfen, erleben, das Wort das war schon wieder drin. Darum habe ich an Gerald Hütter eine Frage, wie setzt man das am besten um? Ich will ja, oder mir fördert man in einer Gruppenschule, ich bin dabei bei einer Waldorfschule, die wir frisch gegründet haben. Wie sagt ein Gerald Hütter, Otto, da gebe ich dir jetzt einen Tipp, mit dem kannst du was anfangen? Ja, mache ich gerne. Also ich gebe eigentlich keine Tipps, aber ich kann eben auch schöne Geschichten erzählen.
Und wahrscheinlich würde das Gleiche, was ich jetzt sage, auch der Apache sagen. Und nebenbei gesagt, das steht auch in der Bibel. Also es ist eine uralte Weisheit. Und die uralte Weisheit, die uns retten könnte, würde darin bestehen, dass wir aufhören, andere Menschen, eigentlich sogar anderes Leben, auch andere Lebewesen, für unsere Zwecke als Objekte zu benutzen. So, also ich dürfte eigentlich einem Kind und keinem anderen Menschen, ich dürfte das nicht zum Objekt meiner Erwartungen machen, ich dürfte es nicht zum Objekt meiner Belehrungen machen, nicht zum Objekt meiner Bewertungen und schon gar nicht zum Objekt meiner Maßnahmen oder gar Anordnungen. So, und da ahnt man jetzt, wenn ich das so sage, sagt jeder, ja klar, das ist ja total einleuchtend. Und dann fragt euch mal alle in der Runde, ob ihr das mit euren eigenen Kindern hinkriegt. Ja. Mit den Ehepartnern. Ja? Und wenn man dann Lehrer in der Schule ist, was macht man denn, wenn man den Dienstauftrag hat, den Unterricht in dieser vorgeschriebenen Weise abzuarbeiten, wo Belehrung und Bewertung eigentlich im Mittelpunkt von allem stehen. Das heißt, schwierige Situation. Wir wüssten genau, wie es geht, aber es lässt sich wohl nicht umsetzen, ohne dass wir unser gesamtes gesellschaftliches System hinterfragen, indem wir ja uns alle gegenseitig zu Objekten machen. Ich werde ja auch in anderen Bereichen des Lebens immer wieder erleben, wie ich von anderen zum Objekt gemacht werde. Also der Werbefachmann, der mich zum Objekt seiner Werbung macht. Ja. Aber bevor mir alles. Der Medienvertreter, der mich zum Objekt seiner Meinungsmacher macht. Und so könnte der Politiker, der mich zum Objekt seiner Wahlwünsche macht und was noch alles. Also das heißt, wir leben in einer Welt, in der wir uns gegenseitig überall zu Objekten machen. Nur, dass uns nicht klar ist, was das bedeutet. Und deshalb sage ich es jetzt nochmal. Wenn ich als junger Mensch erleben muss, dass ich zum Objekt gemacht werde, dann werden meine beiden wichtigsten seelischen Grundbedürfnisse gleichzeitig verletzt. Das eine Bedürfnis ist das nach Verbundenheit und Zugehörigkeit. Wenn einer mich auf eine Art und Weise behandelt, dass ich das Gefühl habe, dass der mir nicht wohlwollend gesonnen ist, sondern wenn der mir sozusagen sagt, dass ich seinen Erwartungen nicht genüge, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als das Band zu durchtrennen, was mich eigentlich bis dahin mit dem verbunden hat. Und das zweite Grundbedürfnis heißt, ich wäre ja gern jemand, der selbst und eigenständig etwas gestaltet, der also autonom handeln kann und der dann später so etwas wie Freiheit spürt. So, und dieses Gefühl der Autonomie wird ja genauso verletzt, wenn mir einer sagt, was ich zu tun habe. Also da kann ich ja nichts mehr frei entscheiden. Ist das eine tiefe Verletzung und deshalb verlieren Menschen ihre Lebendigkeit und auch ihre Entdeckerfreude und ihre Offenheit, oftmals sogar ihr Bedürfnis, mit anderen gemeinsam irgendwas zu machen, wenn sie auf diese Art und Weise gezwungen werden, ja, sich so zu verhalten, wie die anderen das wollen, weil sie von den anderen zum Objekt von deren Erwartungen und Belehrungen und Bewertungen und so weiter gemacht werden. Das heißt, wir haben hier eine furchtbar unangenehme Kultur, die wiederum der Wirtschaft gut hilft, aber dem Menschen nicht hilft, um die in ihm angelegten Potenziale zu entfalten. Um hier uns hier ein bisschen inspirieren zu lassen zu diesem Thema, was jetzt Gerald gerade gesagt hat, haben wir wieder auch einen Teil in der Sendung, der Musik bedeutet, Kunst, Schwingung. Und wir haben hier einen wunderbaren Gastmusiker bei uns. Das ist der Alfons Hasenknopf. Und ich denke, Alfons wird jetzt gleich von der Bühne kommen und uns hier ein kleines Stück von seinem Innersten nach außen transportieren und mal schauen, ob was dabei ist, das uns hier auf einen Gedanken bringt, wie wir miteinander vielleicht auch umgehen könnten. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, gell? Alter Mo, wohnst du da? Auf dem Berg ganz allein. Ich tat dich gern einmal was fragen. Weil ich hab gehört,
Du bist der Herrgott, Moser, wir kennen dich, dass man die so nimmt. Sitz dir her, hör mir zu. Seit 100 Jahren warte ich nur auf ein Zeichen. Ich glaub, heut ist es da. Er holt seine Glampfen raus und spielt einen alten Blues. Er zeugt von Lebensweisen, von Glauben und Verdruss, hey, und von seine Berg. Übers Land hat's mich drang, über jeden Sonnenuntergang und jeden Berg. Kann ich dir was sagen? Denn wenn ich oben bin, bin ich der Herrgott Smo, dann bin ich ganz nah unterm Himmel droh und ich spür's. Ja, es ist da. Und jetzt geht's nauf. Spürst du und riechst das schon? Es ist die Luft, es ist der Duft und alles schon da. Heut ist der Tag. Heut komm ich nimmer zurück. Denn in der Herrgottsmärchen gibt's ein Tor. Es ist nicht nur eine Sage, dies öffnet sich nur alle 100 Jahre. Heut bin ich da. Ich bin ein alter Mann. Ja, das mag schon sein. Jetzt hab ich 100 Jahre schon gewartet, doch endlich ist es auch so weit. Das Tor geht auf, ein Stimm sagt, komm rein, denn der 100 Jahre schon wartet, der muss was von der sein. Ja, der bin ich schon, sagt der alte Mann. Er lässt mich draußen stehen und läuft durchs Tor davor. Der andere ist so schnell, da komm ich mit dem Schauen gar nicht nach. Ich hör nur noch schreien, ich komm ins Leid, jetzt gibt's einen sauberen Blues. Es ist Blueszeit, oh ja, jetzt ist Blueszeit, yeah. Weil wenn ich schon mal da bin, hey, dann lass mir sauber gehen, so singt mit mir den Blues, der heißt, wer's glaubt, der kann gut lachen. Yeah, yo. Yeah, yo. Yeah, yeah, yo. Yeah, yeah, yo. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Danke, Alfons. Eckart, aber vielleicht haben wir bei deiner Arbeit doch noch Hoffnung für die Menschheit. Also Hoffnung habe ich immer. Ja, genau. Denn das, was wir hier angesprochen haben, dieses Wissen für die neue Zeit, dass man sagt, okay, dass es diese Dinge gibt, die muss ich ja irgendwo vermitteln, die muss ich ja irgendwo kommunizieren. Und ich denke, dass vielleicht diese neuen Medien oder Medien überhaupt dazu beitragen können, wenn wir es uns gelingt, diese Themen, sage ich jetzt mal, ein bisschen sichtbarer zu machen, auch Gerald Hüther und diese und Dirk und so weiter, diese Wissen, dieses Wissen, das wir brauchen für diese neue Zeit, zu verteilen und dafür auch Begeisterung zu schaffen. Das wäre doch ein guter Weg, oder? Ja, ich finde die Medien jetzt gar nicht so maßgeblich. Ne? Ich meine, das Entscheidende sind bei Menschen, die anderen Menschen begegnen. Und das sehen wir ja hier auch wieder. Mhm. Mit dem Begriff des Wissens, da stolper ich noch so ein bisschen drüber. Und das wird ja auch immer so gepriesen. Wir sind eine Wissensgesellschaft. Und eigentlich geht es ja eher um die Erfahrung, um das Sein. Weil Wissen ist irgendwie ein Begriff, der für mich zumindest auch eher nach diesem Kognitiven wieder klingt. Und wenn ich den Studenten sage, sie müssen Wissen erwerben, dann denken die halt auch, naja, das kann ich im Internet alles nachgucken. Na, warum muss ich selber noch was wissen? Insofern geht es sicherlich eher um die Fähigkeiten. Also wie bin ich in der Situation? Wie bin ich präsent? Und wenn ich da, wir haben es ja von der Schule gehört, wie der Gerhard Hüther das so wunderbar beschrieben hat, die Leute kommen ja dann bei mir an, um dann weiter zu studieren. Und ich würde nicht mal sagen, dass die für die Wirtschaft teilweise gut vorbereitet sind, zumindest als Arbeitnehmer nicht, weil da würde ich auch sagen, auch heute ist es noch wichtig, kreativ-schöpferisch zu sein und auch mit so einer eigenen, mit einem eigenen Lebensfunken, sage ich mal, auch in das, auch wenn es nur Informatik ist und nicht im Wald, sage ich mal, also auch das eher
eher technisch dröge sozusagen, unlebendige. Aber auch da kann man ja mit einem Schöpfergeist rangehen. Und da sehe ich es eben auch, ne? Und da gibt es schon noch nach wie vor die Studenten, wo ich einfach meine Freude habe, die auch mit Ideen sprühen. Aber es gibt eben tatsächlich viele, die sozusagen diesen Lebensfunken abtrainiert bekommen haben, wo dann wirklich dann, naja, ne, was kommt in der Klausur dran? Was muss ich wissen? Was muss ich dafür lernen? Aha, keine Klausur, uninteressant. Und das ist sicherlich das Thema. Und naja, aber letztendlich, ich meine, du weißt, ich bin der ewige Optimist, ne? Und man muss halt dranbleiben. Und da, wo der Funke überspringt, da geht auch heute noch was. Und da, wo er nicht überspringt, da wird vielleicht Corona die Menschen wachrütteln, wie wir es ja schon gehört haben, dass sowieso vieles anders werden muss. Also Eckart, das ist das, was du sagst, und Dirk auch. Nur wer selber bringt, kann natürlich andere anzünden, wenn diese Begeisterung rüberspringt. Wenn Menschen natürlich Menschen begegnen, auch hoffentlich wieder bald wieder viel enger begegnen dürfen, dann ist es doch so, dass wenn jemand so begeistert ist, wenn jemand so voll im Leben steht und sagt und brennt für diese Dinge, dann fragen natürlich die anderen Menschen, was machst du, wieso bist du so gut drauf? Wir haben alle eine Krise, alles ist negativ und wieso bist du so gut drauf? Dann sagst du, nein, ich mache Wildnispädagogik, was ist das, was machst du da und so weiter. Ich denke, dieses Rumsprechen, das sind auch diese ja, nonverbalen und verbalen Kommunikationen. Wenn sich Menschen treffen, wird zu wenig darüber gesprochen oder müssen wir noch mehr Kurse machen? Wir tun unser Bestes und das Besondere daran ist, es verbreitet sich von selbst. Und ich habe damals, als dieser Begriff Wildnispädagogik entstanden ist, das ist ein Kunstwort, was wir geschaffen haben. Also die Menschen, die vor mir da waren. Und einer hat gesagt, es muss Pädagogik drin sein, weil es eine Form von Pädagogik ist. Und Wildnis, wo ich gesagt habe, es gibt doch keine Wildnis mehr. Doch, es gibt kleine Stellen von Wildnis. Das hat dazu geführt, dass wir angefangen haben, darüber nachzudenken. Und ist die Wildheit in uns drin? Darum geht es, dass wir die wieder entdecken. Und die Pädagogik ist eine andere Form des Umgangs. Und ich will einfach noch ein bisschen weitergehen, weil mein Begriff von der Zukunft ist, dass wir die Technik nehmen. All das, was wir geschaffen haben, das ist alles eine Kreation des Geistes. Wir könnten mit Gerald vor 30 Jahren hätten wir nicht hier sitzen können. Mhm. Die ganzen Sachen hätten wir nicht aufbringen. Wir hätten das nicht in die Welt bringen können. Und das ist unsere große Chance, dass wir über Dinge jetzt sprechen, die es schon mal gab, die wir versteckt haben, sage ich mal so, weil wir was anderes ausprobiert haben. Und jetzt erleben sie eine Renaissance. Zurück zu den Wurzeln. Das heißt ja Wurzelheimat. Richtig. Zurück zu unseren Wurzeln. Das ist der Punkt. Und wir sind jetzt gefordert in der Gesellschaft, das technische Kommunikationszeitalter mit alten Werten zu verbinden. Und da ist für mich der Schlüssel. Denn was der Gerald vorhin so angedeutet hat, wie gehen wir miteinander um? Mache ich den Menschen zum Objekt oder nicht? Und das ist mir ganz wichtig. Sehe ich den anderen wirklich als Kristall, als wunderbares Wesen göttlicher Schöpfung und behandle ihn entsprechend, dann mache ich ihn nicht klein, sondern ich schaue jedenfalls immer bei meinen Teilnehmern, hey, was für Werte hat er, was für Gaben hat er? Und dann sind wir ganz schnell, wir brauchen Musiker, wir brauchen die, wir brauchen Techniker. Wenn ich das sehe, dann setze ich denjenigen an seinen Platz und denke, hey, jetzt brauchen wir ein Lied. Zack. Ja. Und dann wächst jemand. Ja. Und wenn ich jetzt einen Forscher brauche, denke, jetzt brauche ich dich. Und das sind einfach, die Gesellschaft braucht neue Werte. Und ich sage den Lehrern immer wieder, stellt euch vor, ihr würdet, seid Mentoren, dann geht es nur darum, deinen Schüler zu sehen, was kann der, die Gaben entsprechend zu fördern. Ich brauche gar keine Pläne mehr machen. Ich muss nur beobachten. Ich muss dem, der neugierig ist, eine Chance geben. Und der andere, der keine Lust hat, den muss ich einfach, mach einfach dein Ding. Den muss ich gar nicht bewerten, weil der kommt von ganz alleine. Das habe ich immer wieder gesehen. Es funktioniert. Und das sind die alten Werte. Wenn wir die wieder umsetzen, dann haben wir eine Gesellschaft, die sich neu entfaltet. Und auf einmal entsteht was wir noch nie gehabt haben. Ja, vielleicht sind wir auch sehr neu dann schon beim Rupert Sheldrake mit seinen morphogenetischen Feldern, wenn sich eine Idee vielleicht einmal im Feld festgesetzt hat, weil jetzt haben wir
glaube ich, mittlerweile viele verstanden, dass so nicht funktioniert, dass wir gesagt haben, okay, das war ein guter Ausflug, aber der hat uns irgendwo in die Sackgasse gebracht. Und auch diese Begrifflichkeiten der Evolution, nicht, dass man sagt, wenn man der Kampf ums Überleben, weil was bringt mir das, wenn ich dann zum Schluss allein einsam auf dem Berg zurückbleibe und sage, so, ich bin der Gewinner, alle anderen sind verschwunden, was will ich allein einsam auf dem Berg zurück? Sondern wir müssen ja die Kooperation wieder mehr. Ja. Und wir haben halt auch diese Technikfokussiertheit, ne? Und das höre ich ja bei dir auch aus. Letztendlich geht es dann auch wieder um den Menschen. Heute wird ja immer, die Lösung ist die Technik, jetzt ist der Impfstoff die Lösung, also irgendwie eine Materie, die man sich injiziert, wo es da eigentlich auch um ganz andere Fragen geht, ne, Immunsystem stärken und so weiter, also wo es um den Mensch geht, wie sind wir als Mensch hier, als lebendiges Wesen in der Welt und diese, ich meine, ich als Techniker darf das sagen, dass die Technik fokussiert halt natürlich auch total blind gemacht hat heutzutage. Ja, also da fällt mir ein, in unserer Gruppe, und da muss ich auch Gerald Hütter noch stark danken dafür, ist einer dabei, der ist so langsam, dann haben die Eltern gesagt, ja, was machen wir mit dem? Dann sage ich, du, wir lernen Langsamkeit. Der lebt es ohne Stress. Und seit ich das verbalisiert habe, dass die Langsamkeit auch zu sehen ist, auch ein Wert ist der so gesehen, dass er sich gewürdigt fühlt und plötzlich wird der aktiver und strahlt. Und da muss ich den Gerald Hütter noch ewig danken, weil ich die Sichtweise dahin geändert habe. Dankeschön. Nein, das ist, ja. Ich musste mal auf den Gerald zurückkommen, der hat eine neue Seite, die heißt Webseite, die werden wir auch dann einblenden noch, die heißt Liebevoll Jetzt. Eine Initiative von dir, was steckt in dieser Webseite für eine Idee und für eine Vision? Als das mit der Pandemie losgeht, habe ich mich gefragt, was ist denn jetzt eigentlich das heftigste Thema, mit dem die Menschen in unserer Gegend hier konfrontiert werden, und habe ich das irgendwie erspürt, intuitiv. Es ist die Angst. Wir sind alle geschlagen von der Angst, wir sind ohnmächtig, wir rennen wie die aufgeregten Hühner umher und viele suchen dann einen Anführer, der meint, er wisse, wie es geht. Wie der in Bayern heißt, wissen wir auch alle. Und dann machen wir das, was die sagen. Und das ist ja auch, wenn der Recht hat, ist es ja auch okay. Aber man weiß ja nicht genau, ob er Recht hat. Und deshalb habe ich dann gedacht, es sei notwendig, dass ich einfach mal versuche zu beschreiben, wie das mit der Angst ist und wie leicht wir auch Opfer unserer eigenen Ängste werden. So, und als ich das dann geschrieben hatte, habe ich gedacht, mein Gott, jetzt hast du verstanden und anderen erklärt, wie das mit der Angst geht, aber das hilft denen ja noch nicht, aus der Angst dann auch wirklich rauszukommen. Und dann heißt die Frage, wie kann man Menschen stärken, dass sie aus ihrem Gefängnis und aus dieser Ohnmacht und aus dieser Hilflosigkeit wieder herausfinden. Und da habe ich was ganz wunderbar Einfaches gefunden, was du eben auch schon so erwähnt hast. Man kann Menschen auch einladen, etwas liebevoller zu sich selbst zu sein. Also einfach mal ab jetzt nur noch das machen, was einem selbst auch gut tut. Oder so oft wie möglich etwas tun, was einem selber gut tut. Und dann wird man merken, da muss man ja in sich reinhören, was täte einem denn gut? Und damit kriegt man wieder Verbindung zu seinen oftmals Jahrzehnte unterdrückten Bedürfnissen. Und dann spürt man auch seinen eigenen Körper wieder besser. Und dann verbindet man sich mit dem Lebendigsten, was es auf dieser Welt für jeden Menschen gibt. Das ist er selbst. So, und dann fühle ich mich wieder wohl in meiner Haut, bin jetzt, weil ich jetzt nicht mehr mit ungestillten Bedürfnissen ständig herumlaufe, auch kein Bedürftiger mehr und muss jetzt auch nicht andere Leute ständig finden und benutzen, um meine eigene Bedürftigkeit zu stillen, indem ich dann Macht über die ausübe, indem ich sie manipuliere, indem ich deren Anerkennung brauche, sondern ich bin dann plötzlich jemand, der in seiner eigenen Kraft steht. Und der hat was zu verschenken. So. Und das ist eine völlig andere Lebenshaltung. Wenn Menschen etwas zu verschenken haben, sind das völlig andere Menschen als die, die immer zu was kriegen müssen. Das bedeutet, ich glaube, dass wenn es schon um das Wissen für die neue Zeit geht, dann geht es im Grunde genommen um eine andere Einstellung, mit der wir in der Lage sind, das, was auf uns zukommt, besser als bisher zu meistern und
Wir könnten versuchen, uns gegenseitig zu helfen, in die Kraft zu kommen, damit wir aus dieser lächerlichen Bedürftigkeit herausfinden. Im 21. Jahrhundert wäre es langsam Zeit dafür. Auf dem Mond können wir fliegen und hier kriegt man gewissermaßen nichts gebacken. Und deshalb würde ich mir sehr wünschen, wenn wir uns alle gegenseitig ein bisschen helfen. Also, und das fand ich dann schon spannend. Ein bisschen liebevoller mit sich selbst. Und schon passiert es irgendwie von ganz allein. Und dann haben wir eben so eine Webseite gemacht, oder wir nennen das gerne Initiative der Akademie für Potenzialentfaltung, die ich hier aufgebaut habe. Und es ist schon bemerkenswert, innerhalb von ein paar Wochen waren da ein paar tausend Leute auf dieser Seite und haben sich da eingetragen. Toll. Also das geht und man kann es auch anders machen. Und es ist auch im Grunde genommen auch hier wieder ein Beispiel dafür, wie man etwas wiederfindet, was man verloren hat. Weil wir haben alle mal angefangen als kleine Kinder und waren sehr liebevoll, auch zu uns selbst, und haben auf unsere eigenen Bedürfnisse gehört und haben die nicht alle unterdrückt und abgespalten und haben erst später versucht, weil wir es nicht anders konnten, so zu funktionieren, wie die anderen uns das gesagt haben. Und dabei mussten wir dann auch vieles unterdrücken und nicht mehr wahrnehmen. Und deshalb ist das spannend, dass man da heute etwas wiederfindet, was man verloren hat. Wir haben das vorhin schon so schön ausgedrückt. Und dass man sich wieder mit etwas verbindet, wovon man sich selber abgetrennt hat. Und das ist der tiefe innere, die tiefe innere Definition von Religio. Das ist das Wiederverbinden. Und das finde ich dann auch wieder spannend, weil das dann plötzlich eine spirituelle Dimension wird. Und der letzte Satz vielleicht noch dazu. Es ist möglicherweise nötig, dass man sich erstmal verliert, dass man das, was man braucht zum Leben, so schlecht behandelt, dass man es verliert und vernachlässigt, damit man diesen Wert dessen, was man da verloren hat, endlich schätzen kann. Weil wir uns ja alle fragen müssen, wenn es mal so gut gewesen ist zu dieser Zeit, als noch die Dakota-Indianer unterwegs waren, dann hätten die das ja auch geschafft, sich gegen die Europäer zu wehren. Also irgendwas haben sie doch nicht hingekriegt. Und da muss man dann sagen, okay, dann muss man durch solche Phasen durch, damit man auch das lernt, was die Europäer schon konnten, um sich dann wieder auf einer, und das ist dann eine höhere Stufe, das ist nicht einfach sozusagen dieselbe Ebene der, sagen wir mal, natürlichen Naturverbundenheit, sondern das wäre dann eine Stufe, wo man sagen kann, aus Erfahrung und mit dem vollen Bewusstsein dessen, was ich tue, kümmere ich mich jetzt um meine Verbundenheit mit der Natur. Das ist eine andere Dimension als das, was Naturvölker kennen. Die sind mit der Natur verbunden, weil sie sich nie von der Natur abgetrennt haben. Aber vielleicht müssen wir erst uns trennen, damit wir dann auch mit dem Bewusstsein uns wieder verbinden können. Das hat eine andere Dimension. Es ist ja oft so im Leben, dass Menschen durch Krisen gehen, und in dieser Krise plötzlich einen komplett neuen Drive bekommen, komplett neue Ausrichtung bekommen, einen komplett neuen Mut und komplett neue Motivation. Bedarf denn auch, scheint ja momentan zu sein, dass es nicht nur ein Mensch ist, sondern eine ganze Gesellschaft, eine ganze Zivilisation durch diese Krise muss, um sich wieder selber neu zu erfinden. Das ist, glaube ich, das, was jetzt gerade abgeht, oder? Dirk? Dem kann ich nur zustimmen. Wir brauchen die Krisen. Aus den Krisen, wenn wir die reflektieren und eine Erkenntnis kommt, dann kann nur was Neues entstehen. Und weil der Gerald angedeutet hat, mit den Lakota, es war so, dass immer mehr Weiße nachkamen, immer mehr Soldaten, aber die Lakota, die Indianer wurden nicht mehr. Und als sie das erkannt haben, haben sie dann eben das Wissen weitergegeben. Und ich erinnere mich an eine Situation, es gibt eine Überlieferung, dass zwei sehr bekannte Indianer, Lakota-Indianer, Crazy Horse und Sitting Bull, das waren eben die Anführer der damaligen Zeit, die wirklich fürs Volk gelebt haben. Sie haben die Pfeife geraucht, die wir als Friedenspfeife nennen, aber es war die Verbindung zum großen Geist, ich sag mal heutzutage das Handy. Und als sie die geraucht haben, dann kam die klare Botschaft, in der 7. Generation, 7 Generationen nach uns, werden die Kinder der Weißen nach dem Wissen fragen. Und an der Punkt sind wir jetzt. Und das war 4 Tage später wurde Crazy Horse erschossen. Mhm. Und danach Sitting Bull. Das heißt, ich will damit sagen, sie haben, bevor sie gestorben sind, umgebracht worden sind von den Weißen, haben sie sozusagen das Wissen weitergegeben.
Und jetzt ist unsere Aufgabe, das kann ich nur sagen, unsere Aufgabe der Europäer, was machen wir jetzt damit? Wie geben wir es weiter? Ja. Und an der Stelle will ich noch eine andere Indianernation ins Feld bringen, das sind die Irokesen. Die Irokesen haben im Nordosten, da wo jetzt die Grenze zu Kanada ist, wo die Great Lakes sind, gelebt. Die leben immer noch da. Und denen ihre Aufgabe war es, die Friedensstifterprinzipien zu bewahren. Und das tun sie heute noch. Und das, was Herr Gerald gerade gesagt hat mit seiner Webseite, ist der erste Frieden. Gerald, genau darum geht's. Wenn ich mich wieder liebe und mit mir in Frieden bin, okay, dann habe ich die Basis. Und der zweite Friede wäre dann mit dir. Ja, wie gehe ich mit dir um, ohne dass mein Frieden gestört wird? Ja, und wenn das jeder jetzt machen würde, dann und mich mit meiner Partnerin, mit meinen Kindern, dann gehe ich friedvoll miteinander um. Und du hast von den 10 Geboten gesprochen. Da steht ja alles drin. Das haben wir wieder verloren. Und jetzt geht es darum, das wieder zu entdecken. Und die sprechen auch davon, eben von Führern. Das ist ein Wort, was bei uns falsch benutzt worden ist. Aber ein Führer in der damaligen Zeit, was wir Häuptling nennen, das war nur ein Sprecher. Und dieser Sprecher, der hatte das zu sagen. Und jetzt kommt es nämlich, was die ältesten Frauen, was der Frauenrat ihnen gesagt hat. Das tut uns gut für unsere Kinder, für die Alten. Und das erzählt sie denen, das brauchen wir. Das heißt, was die Weißen da als Häuptlinge gesehen haben, waren die Sprecher vom Stamm, die denen gesagt haben, das brauchen wir. Und sie haben es aber zurückgegeben in den Frauenkreis. Das haben wir ausgehandelt, passt das? Haben wir, bist du verrückt? Geh wieder zurück, handel was anderes aus. Ja? Und wenn wir das jetzt hätten in unserer Führungsriege, wenn da weise Frauen im Hintergrund wären, die sagen, wir brauchen etwas, was uns allen gut tut, dann würden ganz andere Entscheidungen dabei rauskommen. Wir haben eine ganz andere Lobbyarbeit in unserer Gesellschaft. Ja, ja, ja. Und wir haben die Webseite Unity in Peace vor einem Jahr gegründet, weil es uns ein Bedürfnis war, diese Weisheit der Irokesen einfach mal aufzuschreiben. Und da bin ich beim Gerald. Wenn wir diese Sachen wieder in die Welt bringen, wenn wir uns wieder erinnern, wo Frieden ist, und den haben wir ja überall. Wenn du rausgehst in die Natur, da ist Frieden. Ja, die Vögel singen, die Pflanzen wachsen. Ja Gott, was brauchen wir denn noch? Genau, ja, die Botschaft. Das ist eigentlich eh schon wie Natur. Das Alte stirbt, aber die Samen bleiben. Ja. Und dann kann wieder was Neues entstehen. Ja. Und ich bin mir sicher, dass jetzt der Samen gesät wird durch Frieden and Peace und Dirk, deine Homepage. Und es tun sich immer mehr hervor. Ja. Ja. Wir Blumenwiese, die gerade, sage ich mal, aufblüht. Überall kommen schon die ersten Blüten und in jeder anderen Farbe und in jeder anderen Funktion. Und die Kombination dieser alten Weisheit, dieses alten Wissens mit diesem Prozess, den wir jetzt gelernt haben, dass Technologie nicht die einzige Lösung ist, dieses Materielle, sondern es gibt auch etwas Geistiges, etwas Kreatives, etwas Intelligentes, etwas, das in den Wurzeln ist, das vielleicht nicht sichtbar ist, weil die Wurzeln sind ja auch nicht sichtbar. Aber weil das sind die Wissenschaft natürlich noch eine Menge sich wandeln muss von ihrem sehr reduktionistischen Denken, ne, und die prägt ja heute auch unsere Gesellschaft. Ja, genau. Aber Eckhard, ich bin der Meinung, wenn wir den jungen Menschen, die jetzt studieren, die Chance geben, dass sie etwas entwickeln, was allen dienlich ist, dann würden die es tun. Wenn die nicht etwas tun müssen, was man ihnen sagt, was sie zu tun haben. Das ist meine Idee. Also der Generation einfach die Chance geben, dieses Wissen nach 7 Generationen jetzt abzurufen, ja, indem sie Dinge entwickeln, die sie aus dem Feld saugen. Ja. Die QR-App zum Schwammerl so. Ja, ja, dann ganz der genau. Großvater dazwischen vermittelt. Ja, das ist halt dann der Mentor. Ja. Mhm. Aber nur diese Schwammerl, die gesucht werden wollen. Ja, ja. Genau. Ja, ja. Genau. Ich bin giftig. Nee, Scherz beiseite. Diese Dinge, dass wir ja einen permanenten Prozess haben, dass die Natur nicht unser Feind ist, sondern dass die Natur es eigentlich gut meint mit uns, dass die Natur ja viel, ne, die ist ja 5 Milliarden Jahre, jetzt sage ich mal, auch ohne uns ausgekommen oder fast, und wir kommen daher und sagen, so, jetzt haben wir aber alles geschnallt und wissen wir, wie das läuft, diese Demut haben wir, glaube ich, wird jetzt noch kommen und glaube, wenn wir im Einklang mit diesen Dingen, da kommt noch viel mehr raus, wenn man auch die Menschen, ich glaube, das war der Gerald vielleicht auch sagen wollte, auch Mut zu sprechen. Ich brauche ja Mut, mich irgendetwas sagen, nein, das will ich nicht, also ich möchte gern was anderes und so weiter. Die trauen sich auch viele gar nicht, wenn sie so konditioniert werden und wenn man das zulässt, dann sagt, okay, du darfst anders sein, du musst nicht zurechtgeschnitzt werden, nicht?
Kinder, die mit irgendwelchen Ritalin, sage ich mal, ruhig gestellt werden, weil ja vielleicht ja ein bisschen lebendiger ist wie der Rest, dann es müssen nicht alle gleich lebendig oder gleich ruhig sein. Ne? Dann stell dir vor, dieses Kind dürfte einen Samen setzen und dürfte das beobachten, wie der wächst und was da daraus entsteht. Genau. Dass die Natur alles bietet, dass es von selber geht. Ich brauche nicht dran ziehen, dass es besser geht. Ja, ich hoffe, wir haben genügend Samen gesetzt für die Zuseher, die hier zuschauen dann und zusehen. Aber leider sind wir schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Und das war Wurzelheimat. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei euch, dass ihr mit dabei wart, wenn wir dieses Unbekannte und das Wissen für die neue Zeit erkunden. Aber bevor wir zu Ende kommen, würde ich gerne Alfons noch bitten, vielleicht hat er noch was, das zu diesen Wurzeln, zu diesen Samen passen würde. Und ich bedanke mich auch schon jetzt bei den Zusehern, dass sie wieder mit dabei waren. Und ich hoffe, dass sie auch nächstes Mal wieder einschalten, wenn wir dieses Unbekannte erkunden. Danke euch. Steil bergaus, aus Fels die Wand. Zum Schaffer ist nur Hand in Hand. Hand in Hand. Ein Ziel ist gesetzt, miteinander wohin. Dann ist noch nie in ihrem Tobi gefallen. Tobi gefallen. Alle sagen, das schafft ihr nie. Der Berg, der zwingt euch in die Knie. In die Knie. Vereint spüren mir des Berges Blut. Das Miteinander tut so gut. Es tut so gut. Sind mir Hand in Hand aufgestanden, oh ja, weil so Menschen lieben gehen. Dann haben wir den Sinn endlich verstanden, kapiert, dass nur miteinander geht. Dann sind mir Hand in Hand aufgestanden, oh.